Das Jugendzentrum Aquarium in Fischament lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um die Jugendlichen zu unterhalten und weiterzubilden. Dieser Tage gab es Besuch vom Team der Zukunftskarawane. Die Transformation unserer Welt hin zu einem nachhaltigen System mit dem Projekt Zukunftskarawane im Oikodrom, das weltweit nachhaltige Zukunftsbilder und Strategien für Dörfer und Städte entwickelt, einen Beitrag zur entwicklungspolitischen Kommunikation und Bildungsarbeit in Österreich leisten. Am vergangenen Wochenende machte das Projekt auch in Fischament Station. Wie ist das heutige Projekt denn entstanden? Es ist so, dass eine ehemalige Jugendliche zu mir gekommen ist, die Julia Plattner, und die macht gerade ihr Masterstudium, und die hat mir von diesem Projekt Zukunftskarawane von Oikodrom erzählt. Und auf das hinauf habe ich gesagt, die Idee finde ich super, und sind wir zu unserem Bürgermeister Magister Thomas Ramm gegangen, und er hat uns die Zustimmung gegeben, und somit haben wir das Projekt begonnen zu planen, schon im vorigen Jahr. Und ich freue mich, dass die Zukunftskarawane heute in Fischament gelandet ist. Ich finde die Idee sehr gut. Das Jugendzentrum ist ein Mittelpunkt für unsere Jugendlichen in Fischament, und mich freut es natürlich, dass die Zukunftskarawane heute Halt gemacht hat bei uns und ihre 17 Klimaziele auch den Jugendlichen, den anderen, wir sind näher bringt. Da geht es um die Nachhaltigkeitsziele, die wurden von der UN 2015 beschlossen, und es geht darum, wie wollen wir leben in Zukunft und wie wollen wir 2030 unsere Welt gestalten. Und Ziel ist es, in ganz Österreich rumzutouren und in den jeweiligen Gemeinden Halt zu machen und zu schauen, wo können wir denn ansetzen. Und jetzt setzen wir heute eben beim Jugendzentrum an und schauen, was möchten die Jugendlichen. Wir haben mit ihnen weiterentwickelt Ideen, wie sie sich ihre Gemeinde vorstellen. Ich bin sehr froh, weil auch das Thema Nachhaltigkeit hier eine große Rolle spielt. Und das ist ganz einfach das Zukunftsthema, und es ist toll, dass sich unsere Jugend dafür interessiert und damit beschäftigt. Ihre Ideen, sozusagen ihre Gedanken für die Zukunft, sprühen sie auf Zelte und nehmen sie dann mit und tragen sie sozusagen mit den Zelten dann hinaus in die Welt. Es ist eine coole Idee, dass sie das alles machen können und dass wieder alles regeln, also sich alle daran erinnern, dass die Welt und Fischament alles wieder normal werden muss. Also normal, weniger Müll, mehr Frieden, alles, was wir zu essen haben. Ja, und keine Armut halt, und dass jeder genug zu trinken halt auch hat, und das ganze Wasser so, weil es gibt urviel verdrecktes Wasser in Afrika und überall. Und ja, dass halt überall alles sauberes Wasser haben zum Trinken und niemand mehr hungern muss. Es macht super Spaß, und es kamen wahnsinnig viele Ideen, was man verändern kann, was sie selbst machen möchten. Und es ist durchaus so, dass Jugendliche auch Probleme sehen oder Herausforderungen sehen oder Chancen sehen für sich und für die Gemeinde. Das Jugendzentrum Aquarium in Fischament besteht seit 6 Jahren und ist inzwischen eine Institution in der Stadtgemeinde Fischament. Hier wird offene Jugendarbeit vertreten. Wir eben sehr viel investieren und das natürlich bewusst machen. Wir sehen hier auch einen Skaterplatz, den Funkort. Es ist der Platz der Jugend, und die Jugend hat in Fischament großen Stellenraum. Das Jugendzentrum wird sehr gut angenommen, und die Krise ist sehr bemüht und hat mit den Jugendlichen auch ein sehr inniges Verhältnis, und das funktioniert sehr gut. Also auch etwas, auf das Fischament hier wirklich stolz sein kann? Ja, auf jeden Fall. Das Jugendzentrum ist ein Ankerpunkt für sie in der Gemeinde, wo sie immer wieder hinkommen können, wo sie Halt finden oder auch Zusammenhalt finden und einfach auch Spaß haben gemeinsam. Darum geht es ja auch.